und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Valkyria Chronicles. Und wir stecken mittendrin in einem echt harten Gefecht, wenn gleich mal okay, moving out. Mit dem Häfen, und den werden wir dann gleich reparieren übrigens. Wenn wir schauen, am liebsten wäre mir der hier. Ne, den kannst du so nicht. Okay, dann machen wir es nicht. Wisst ihr... Ach, wisst ihr, was wir hätten machen können? Wir hätten die Treffergenauigkeit erhöhen sollen. Na gut. Hat ihn auch so getroffen. Aber wäre vielleicht besser gewesen. So, mit wem werden wir uns jetzt erstmal um den hier kümmern? Mit Godwin könnten wir? Mehr haben wir ja nicht, ne? Ach, Riley kann. Aber die kann... Doch. Riley? Ich muss mal kurz schauen, wo kannst du denn du... So richtig geht es nicht hier hinten. Okay, sehe ich an. Dann... Squad F? Echt? Hat schwerer? Squad F hat echt... Aha. So, und das, den Rest... Den Rest kann Godwin machen. Den Rest kann Godwin machen. Just don't get in my way. Moment. Wo ist denn der? Ich sehe ihn gar nicht. All units advanced. Seht ihr ihn? Ich sehe... Ach, da. Turrets, I need suppressive fire. Müsste eigentlich passen, ne? Like that. Danke. So, Godwin. Dann kannst du eigentlich ein bisschen weiter noch nach vorne. Auch wenn es wirklich... Constant vigilance. Nicht so einfach ist. Okay. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu weit nach vorne beordert. Die Frage ist jetzt, ob wir lieber mit unserem Panzer hier bleiben. Und ich fände es eine gute Idee. Wir haben hier ein Problem. Wir hätten hier Zeiger oder so jemanden noch haben sollen. Weil alleine sind die irgendwie Zug 5. Alleine gegen... Also Godwin alleine? Oder schaffen wir mit unserem Panzer, dass wir hier hingehen? Aber die werden uns doch hier... Der kann doch hier rüberschießen. Wartet, als erstes mal wird der nochmal drauf schießen. Das ist klar. Wo ist er denn? Wo ist denn der Panzer? Wartet mal, hier. So, mein Freund. Your move. Nett. Keigel, nett. Genau, und... Oh, eigentlich... Kannst du eigentlich auch auf so einen Bunker drauf schießen? Kannst du? Dann geh trotzdem mal... So hier hin. Wir werden mal unseren Panzer... Hier hin bewegen. Und zwar... Pass auf, wir machen es so. Unser Panzer... Okay, moving out. Ach, wir wollten noch Treffsicherheit erhöhen, ne? Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen wir einfach hoffen, ne? Okay. Den Panzer haben wir. So, wir stellen uns vor... Genau. So. Gut. Ich glaube, so ist nicht so schlecht.
Rayleigh, hast du noch Munition? Du hast noch Munition. Dann kannst du doch schon mal hier raufschießen. Was haben wir nochmal als Befehl? Verstärkter Angriff. Hm. This is an order. We're going on the offensive. Vielleicht noch. Vielleicht hilft's ihr was. Here I go. Was denn jetzt? Was wäre denn das, wenn es fertig ist? Miles, there's another one. What's that? I've never seen that kind of tank before. Is it a prototype or something? We'll intercept them. Rotate the turret. Fire! Was a direct hit. How dense is that plating? It's not just the plating. Its weapons and mobility are way beyond any of the other tanks. We don't have the firepower to take it on. HQ, come in. This is Claude Wallace from Squad E. There's a new tank on the field, and it's a... we need more of our tanks here now. Sorry. Why are they charging in like that? Sorry. Enemy spotted. Be on your guard. Sorry. Ja, ist ja super. Smells like gunpowder. Warte mal, von hier kannst du. Tank Squad! Cross those vents! Und kannst du auch? Ah, du kannst nicht. Follow the Vanguard! Kannst nicht. Komm noch ein Stück vor. Ein Stück. Verdammt. Obwohl, doch, du kannst doch. Was ist denn für ein Radius? Nee, mach mal hier wirklich auf den. Come on. Der war nicht schlecht. Der war echt nicht schlecht. Just take it nice and easy. Du hast ja noch eine Munition, ist es richtig? Na Moment. Riley, das ist deine Chance. Riley, das ist deine große Chance hier. Take this! Nein, Riley! Riley, was machst du? Du hast versagt. Ach, du grüner Mann. Stehst du hier gut? Nee. Oh, Riley, das war deine Chance. Wie viel haben wir noch? Einen. Riley. Und wie wär's, wenn wir nochmal mit dem... Ach nee, halt, wir müssen. Leave it to me. Das ist nix. So. Jetzt schon. Maintain formation. Dann reparier hier mal. Thank you. Danke. Puh. Auf geht's. Rechts die Flanke bewegt sich gar nicht mehr, ne? Auch nicht schlecht. Ja. Wir hätten, um ehrlich zu sein, fällt mir gerade ein. Warum mache ich das überhaupt hier? Wir brauchen doch nur ins Hauptquartier zu kommen, egal wie. Wir müssen doch nicht alle Feinde hier eliminieren, richtig? Oh, unser Kaktus steht im Feuer.
Unser Kaktus, unser Dan steht im Feuer. Oh, oh, no, 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 no. No! Wir müssen jetzt mal kurz... Incoming transmission from an allied tank. Lieutenant Wallace, the cavalry has arrived. Good. Just in the nick of time. It's an honor to fight on the same battlefield as SWAT E. We're under your command now. Awaiting orders, sir. Juhu. Roger that. Just what we needed. Now we can fight on our terms. Juhu. Wo sind denn die? Ah, hier drüben, ne? Das passt ja perfekt. Das passt ja perfekt. Wir müssen ja eigentlich nur hier rein, ne? Wir hätten vielleicht mit aller Gewalt einfach nur hier drüben. Was ich hier gemacht habe, war völliger Nonsens. Wisst ihr, was ich meine? Na gut, auf der anderen Seite hier durch. Mit denen im Rücken. Aber wir hätten mit aller Gewalt hier durchgekonnt. Dann hätten wir uns geteilt hier rauf. Die einen hätten das hier aufgeräumt, die anderen wären weiter hier durch. Und dann wären wir hier rauf. Und so haben wir echt ein Problem. Ein klitzekleines Problem. Was haben wir denn jetzt hier für einen Tank? Hier sind die Tanks, ne? Ich bin froh, um ehrlich zu sein. Aber ob wir es in der Zeit schaffen? Ich bin froh, dass wir Keigel noch dabei haben. Den Stoßtrupp brauchen wir noch. Warte mal, den Bunker hier, ne? Nee, halt, da, das Ding da hier, das ist doch schon ziemlich... Ach nee, hier, die ist ja schon ziemlich angeschossen. Riley? Könntest du nochmal? Oh, diesmal bitte ein bisschen anständig, ne? Komm, wir schauen mal, ob sie bis hinkommt. Ich glaube zwar nicht, aber... Obwohl, schaut mal hin. Sieht gut aus. Jetzt mal bitte ein bisschen, ne? Ein klitzekleines bisschen anständig. Danke. Das stimmt. Du kannst eigentlich hier stehen bleiben. Wenn wir jetzt auf den hier schießen, ne? Auf das... Ich bin mal gespannt. Nur mal Skag. Der Häfen. Schau mal hin. Wenn wir jetzt auf das kleine Ding da hier schießen. Das hier drüben. Das hier. Bringt das was? Treffen wir das überhaupt? Fire! Auch nicht mehr im Ansatz. Danke. So, wir können auf alle Fälle schon mal ein bisschen hinfahren. Und jetzt? Und mit euch. Was ist denn los? Dort hinten ist ein Panzer, ne? Ich mag aber gar nicht so weit vor. Ich weiß, eigentlich müssten wir vorpreschen, aber... Pass mal auf. Just don't get in my way. Ladies and gentlemen, show me what you can do. Gott, wenn mal die Lage hier ausspionieren. So, was haben wir hier drüben? Nix. So, gehen wir hier so rum. Nicht so. Sag mal, könntest du... Nicht schlecht. Das war ja mal super. Dann erober mal hier. Denn da haben wir neue Nachschubwege. Dort müssen wir aufpassen. Das sind jede Menge Minen und irgendwie komme ich mit meinem
Warte mal, was haben wir hier unten eigentlich? Keep your guard up. Na, pass auf, wir stellen uns erstmal hier hin. Oh, der Godwin, ne? Das ist natürlich... Godwin ist echt ein Tier, oder? Godwin ist ein kleines Tier. Ja, das hier wäre natürlich jetzt auch gut, weil jetzt könnten wir hier gut vorrücken, ne? Wir könnten hier mal einen Panzer nehmen und könnten uns hier mit dem Stoßtrupp hier auseinandersetzen, ne? So. Weil da von da oben ist ja nichts mehr zu erwarten. Was? Anti-Tank-Minen? Ja, genau. Da müssen wir aufpassen. Wie ist denn das jetzt mit... Ja, irgendwie... Das bringt nicht viel. Wir könnten auch eine Mörser nehmen, ne? Ne, da kommt ein bisschen. Oder... Kreuzung. Ja, dann mach halt. Dann schieß halt. Dann schieß jetzt. Wenn es unbedingt sein muss. Gut, dann holen wir den nächsten vor. Achtung! Mine. Ja, die Minen könnten wir ja mit den Pionieren räumen, aber... Und jetzt? Wirklich? Wirklich? Also traurig. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf alle Fälle auch mit Haven vor nochmal. Und dann holen wir die hinten noch ein bisschen ran. Warte mal, was ist das da oben? Nee, ich würde gerne eigentlich... Ich würde hier irgendwie gerne noch... Den hier. Na komm, schieß mal drauf. Okay, und dann würde ich gerne... Um ehrlich zu sein, würde ich aber gerne noch Godwin da oben ein bisschen beschäftigen. Und die lassen wir jetzt einfach hier hinten stehen. Was soll passieren, großartig, oder? Ich würde echt gern hier noch ein bisschen Godwin beschäftigen. Weil der macht hier einen guten Job, finde ich. Nicht schlecht, mein Freund. Godwin ist ein... Godwin ist ein Tier, ne? So, dann... Auf geht's. Let's provide support with the Hoffman. Kriegt der den hier? Dann bleiben wir hier. Godwin, das ist so ein totaler Einzelkämpfer, ne? Aber passt irgendwie zu ihm, oder? Ach, hätten wir noch die Angriffskraft vielleicht erhöhen sollen? Hätten wir... Obwohl, den kriegen wir, glaube ich, so. Out of my way. Ach, schade. Schade. Ich glaube, wir können nochmal, ne? Ach so, apropos, wir können nochmal. Wie sieht's denn eigentlich hier drüben aus? Hier haben wir Kaktus. Na gut, die sind schon noch weit weg, oder? Lass nur mal Kaktus sein. Auch der hat sich gut geheilt, übrigens. Nee, dann lieber finde ich, dass Godwin hier nochmal schießen soll. Just don't get in my way. Ich finde, es ist eine bessere Idee hier. Right on. Gut. 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 Gute Arbeit. Bleib mal hier stehen. Ich traue dem ganzen Frieden noch nicht. Aber schon mal gut weggeschossen. So, da unten kommt ein Panzer gerumpelt. Aha. Das war in Ordnung. Ich glaube, der schießt.
und trifft. Und trifft gut. Aha. Oh, Kaktus. Kaktus ist Ziel. Echt zu? Ah, schön. Vorbeigeschossen. Sehr schön. Da kommt noch ein Panzer der Föderation. Okay. Sieht gar nicht so schlecht aus. Als erstes müssen wir hier besetzen. Wer macht's? Wer ist dafür prädestiniert? Eigentlich, wisst ihr, wer dafür prädestiniert ist? Unser Keigel. Keigel? Ach so, und pass auf, hier liegen Minen überall. Don't let your guards down. Are you forgetting anything? Nur keine Panik jetzt hier. Ach so, wirklich? Denkt ihr, das ist so gut, ihn jetzt hier rein zu bewegen? Okay, then. Ah, ich probier's. Don't let your guards down. I found him. Don't let them provoke you. Hä? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ach so, der kann nicht mehr. Ich hab jetzt echt ein bisschen Schiss gehabt. Ja, du musst jetzt noch rein. Nutzt nix. Don't let your guards down. Du musst jetzt hier noch rein. Und dann musst du dich vor allen Dingen hinter so ein Ding ducken, das wir suchen. Am liebsten wäre mir es... ist im Grunde egal. Ist nicht egal, aber... So, wir können sogar mal schießen. Frage ist... Wir nehmen den hier. Jo. Mehr geht nicht, mein Freund. Mehr geht nicht. Hat er eigentlich... Wartet mal. Der ist ja jetzt angeschossen, ne? Na los. Wir stürmen mal rechts vor. Ach so, halt, ne. Nee, mein Freund. Hier sind wir daheim. Wir könnten nochmal unseren Lancer schießen lassen. Wollen wir? Trifft der besser? Komm, wir probieren es. Let's move! Wir wollen ihm die Ehre zumindest erweisen, ne? Here I come. Nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht. Gute Arbeit. Ja, der Panzer, der muss jetzt dran glauben, nützt ja nix. Und? Zack. Gute Arbeit. Gut, jetzt müssen wir aufpassen. Dort hinten ist einer. Ja, aber der bringt nicht viel, ne? Wir lassen den so hier stehen. Und Kaktus können wir hier hinten stehen lassen. Ach so, hier haben wir einen Lancer. Dann wäre es ja beinahe günstig, Kaktus nach vorne zu holen. Und zwar... Hier hin. Ich weiß, das ist jetzt, wie es ist, aber... Here comes the pain. Jawohl, hier kommt der Pain. Aber der Pain... The Pain kann nix. Warum kann der Pain nix? Verdammt Pain. Make a decision, then act on it. Huch. Kannst du? Status report. Hm. Watch out for counter.
need lead! They're in range. Race ist noch in Ordnung, ne? Den müssen wir gleich nochmal... Ich will den Lancer hier wegkriegen. Here comes the pain. Ich will den Lancer hier wegkriegen. Watch out for counterattack. Ja. Ist ja gut. Hey! Hey! Damn head. Verdammt! They're firing at me! Jetzt geht's. Aber der kann nicht. Warum? Hör auf mit eurem Mist hier! Arbeit. Halt mal, wäre vielleicht ganz gut, wenn du wieder einsteigst. Nicht so. Nicht mit uns. Oh, schon wieder zu Ende. Schade. Wie viel sind wir denn? Im 7. Zug. Okay. Kaktus, okay. Alles in Ordnung. Was haben wir noch? Gegen... Kaktus. Mehr, viel mehr darf er jetzt nicht vertragen. Wäre schlicht. Jetzt müssen wir aufpassen mit unserem Kaktus da drüben, ne? Dass wir den nicht vergessen. Am besten gehen wir gleich hin und schauen, was wir noch machen können. Kaktus. Wir könnten den hier hinsetzen, aber dann, na, haben wir hier das Problem. Wir haben keinerlei Deckung im Grunde. Mehr oder weniger haben wir keinerlei Deckung gegenüber dem Zeug. Ich meine, hier hin müssen wir. Irgendwann mal. Sag mal, kann eigentlich unser Lancer hier auch schon hier mit aufräumen? Hm. Was haben wir eigentlich hier? Ein Grenadier. Wenn wir uns hierhin mit Godwin stellen... Wäre natürlich mal interessant zu wissen, wie wir hier drüber kommen. Ne? Riley haben wir natürlich auch noch. Warte mal, wie sieht es denn eigentlich aus hier mit den Panzern? Der Panzer könnte ein bisschen was vertragen. Wo ist der Tank? Ich habe jetzt keine Ahnung, welcher das war. Ich glaube, der in der Mitte. Okay. Are you hurt? Those idiots. This is impossible. Gut. Der steht, wo er steht. So, wir werden mal vorgehen mit Haven. Obwohl, wir sollten vielleicht... Nein, ist egal. So, jetzt müssen wir aufpassen hier. Auf die Minen. Weil, na, ihr wisst ja, wie sie ist. Obwohl... Ja, nee, passt. Nee, wir sollten unsere Treffsicherheit erhöhen. Wir schauen mal, was unser Panzergrenadier hier machen kann. Der kommt sogar hin. Warte mal kurz. Der kommt sogar hin. Und der macht richtig Schaden. Also, ich sag mal, Claude ist... Ist jetzt nicht so. Das war. Wir könnten natürlich Claude mehr Treffsicherheit geben, ne? Könnten Claude mehr Treffsicherheit geben. Oder. Gegen Person. Nee. Probier nochmal. Advancing! Vielleicht ein Stück weit mehr vor. Und jetzt nochmal probieren, ne? Zwei hätte er noch.
Der andere hat mehr. Fire! Verdammt, was schießen die denn hier von Brei zusammen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich hole jetzt Riley. I'm on a roll. This one's a Riley Miller special. Oh, schön, Erfinderin. Obwohl, wir könnten noch einen von den anderen Panzern vorholen, aber Riley wäre natürlich auch super, wenn die jetzt mal hier wäre. Vielleicht schafft die sogar schon von hier was. Wollen wir mal probieren? Ob die von hier irgendwas reisen kann? Ich glaube, es von Ito. Man weiß ja manchmal nie. Oh, schaut mal hin. Ach, komm. Schade. Ja, es war eigentlich klar. Jetzt haben wir schon Munition verbraucht, aber... Ja. Riley, geh mal noch ein Stück vor. Du wirst dich mal genau hier hinten hin. Schaffen wir es dann hier drüber zu schießen? Aua, wow, wow, wow. Das ist nicht gut, glaube ich. Ach, du grüne Neune. Eieie, wer schießt denn das so gewaltig auf uns? Wer ist denn das? Hier oben kann es keines sein. Von hier drüben schießen die doch, können die doch nur schießen. Oder steht irgendwo ein Grenadier rum? Das wäre natürlich blöd, wenn jetzt Riley dran glaubt, ne? Come on! Wir sollten Riley vielleicht hinter den Panzer stellen, oder? Ich meine, hier mag ich sie, um ehrlich zu sein, gar nicht lassen. Wer ist denn das hier? Hier ist ein Grenadier. Schaut hin. Der ist es. Ich mag aber diesen einen Panzer hier nicht lassen. Dann war der schon immer so wenig. Hier haben wir auch noch einen Panzer. Ach nee, Kaktus, den müssen wir noch wegbewegen. Hilft nix. Was haben wir hier eigentlich? Ein Bunker. Und das ist hier? Ah, eine Panzerabwehrkanone. Den kann ich nicht hier vorne lassen. Ich kann den nicht hier vorne lassen. Der wird mir weggeschossen. Yeah, yeah. Our Imperial friends are in for a surprise. Der wird mir weggeschossen. Auch wenn es mich jetzt einen Punkt gekostet hat. So, Riley müssen wir hier weg. Die stellen wir hinter Haven. Oh Gott. Na gut. Wir können... Nein! Nein, ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Ich wollte nochmal schießen. Oh, jetzt haben wir das noch verblembert. Wir hätten nie hier reinschießen können. Jetzt haben wir den Punkt verblembert. Okay, moving out. Mist! I will see this through. Watch out! Mist. Ja, weil der nicht trifft hier, der hätte schon längst den hier in Schutt und Asche schießen können, ne? Obwohl, wartet mal. Commencing counterattack. Follow my lead. Calm down. We need suppressive fire now. Mal ein bisschen Deckung geben, Riley, ne? Oh, oh. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht.